Dann kann ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 16, Antrag der Abg. Dr. Sommer, Alex Decker, Di Benedetto, Gnadl, Merz, Roth, SPD und Fraktion betreffend Geburtshilfe in Hessen sicherstellen, Hebammenmangel beseitigen, Drucksache 19/4046. Den rufen wir auf mit dem dringlichen Entschließungsantrag Top 56 der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend qualitative und bedarfsgerechte Begleitung und Beratung vor, während und nach der Geburt. Das ist die Drucksache 19/4455. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten pro Fraktion. Beginnen tun wir mit Frau Dr. Sommer für die Fraktion der SPD. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Medien berichten seit geraumer Zeit über eine angespannte Lage in der Geburtsvorbereitung, Geburtsnachsorge und in der Geburtshilfe selbst. Werdende Mütter klagen, dass sie keine Hebamme mehr finden. Es ist von einem deutlichen Mangel auszugehen, da viele Hebammen aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten aufgegeben haben. Ihr Antrag zeigt, dass Sie genauso wie Minister Grüttner in der Kleinen Anfrage keinen Grund zum Handeln sehen. Gerade Ihr letzter Satz darf nicht missinterpretiert werden, dass das Land sich hier aus der Verantwortung ziehen darf. Meine Damen und Herren, es geht hier nämlich um die gesundheitliche Versorgung in Hessen. Wie viele Hebammen gibt es? Wie viele sind hier tätig? Verlässliche Zahlen über niedergelassene Hebammen liegen dem Hessischen Sozialministerium nicht vor. Mit unserem Antrag wollen wir daher zur Erstellung eines Hebammenregisters animieren. Nur mit Hilfe eines Registers, in das alle verfügbaren Hebammen und auch Geburtshelfer eingetragen werden, kann festgestellt werden, in welchen Bereichen Hessens Unterversorgung besteht. Eine an den Zahlen orientiertes Konzept für die geburtshilfliche Versorgung soll Unterversorgung vermeiden und beseitigen. Warum Sie zustimmen sollten, dafür gibt es gute Gründe. Hebammen sind Fachfrauen rund um die Schwangerschaft, die Geburt und die Zeit danach. Eine achtsame Betreuung vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit ist ein gesellschaftlicher, relevanter Beitrag zur Frauen- und Familiengesundheit. Denn eine kompetente Hebammenbegleitung wird das zukünftige gesundheitliche Wohlergehen von Mutter und Kind stärken. Hebammen sind eine Stütze während, vor und nach der Geburt und gesellschaftlich unverzichtbar. Nur noch 50% aller Entbundenen im Wochenbett werden laut des Hessischen Hebammenverbandes in Frankfurt von einer Hebamme betreut. Diese katastrophale Entwicklung ist aber z.B. auch im Odenwaldkreis oder auch in Nordhessen zu beobachten. Sie wollen das nicht glauben? Dann kann ich Ihnen aus meiner Verwandtschaft aus Frankfurt berichten. Die Mutter hat mittlerweile ihr zweites Kind. Die Geburt haben Mutter und Kind überstanden. Aber bei der ersten Geburt hatte sie 80 Hebammen angerufen, eine Absage nach der anderen. Das war vor 3,5 Jahren. Sie hat dann die Hebamme genommen, die zufälligerweise frei war. Mit der kam sie nicht klar, die Chemie stimmte nicht. Und Ihnen sollten allen klar sein, dass bei so einer intimen Angelegenheit ganz wichtig ist, wie die Beziehung zwischen Hebamme und Frau ist. Aber sie hatte keine Wahl. Bei der zweiten Schwangerschaft, jetzt 2 Jahre her, hat sie erst gar nicht versucht, eine Hebamme zu finden. Die Berichte ihrer Freundin, die auch schwanger waren und ebenfalls keine Hebamme gefunden hatten, ließen ihr den Entschluss zu, dass sie erst gar nicht versuchen wollte, selbst eine Hebamme zu finden. Frauen stehen also Mutterseelen alleine da, unbegleitet von einer Hebamme, aber mit gefühlt 1000 Fragen, Sorgen und Unsicherheiten. Das ist keine gute und zufriedenstellende Situation, meine Damen und Herren. Wenn das Land Hessen die Geburtenrate mit Modellprojekten wie Familienstadt mit Zukunft steigern will, sollten doch die Rahmenbedingungen nicht gleich zu Beginn des Lebens eines Neugeborenen miserabel, sondern möglichst gut sein. Wir fordern deswegen belastbares Zahlenmaterial,
Andere Bundesländer machen das bereits. Hebammen, Verbände und Eltern wünschen sich das, damit eben eruiert werden kann, wo Hebammen wie arbeiten und wie eine flächendeckende Versorgung gewährleistet werden kann. Und abgesehen davon, gesetzlich versicherte Frauen, meine Damen und Herren, haben einen Anspruch auf eine Wochenbettbetreuung durch eine Hebamme. Aber wie, wenn sie keine finden können? Deswegen dürfen wir nicht stillschweigen, nicht zusehen, sondern müssen handeln, mit einem Register und einem entsprechenden Konzept dafür Sorge tragen, dass Frauen, die zukünftig hier in Hessen Kinder kriegen wollen, auf genügend Hebammen treffen und von ihnen gut versorgt und begleitet werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, das ist in unser aller Interesse. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und hoffe, dass Sie unserem Antrag zustimmen werden. Denn dann sagen Sie schließlich Ja zum Leben und Ja zu einem guten Start in das Leben. Herzlichen Dank. Bevor ich Frau Kollegin Ravensburg das Wort erteile, möchte ich noch ganz kurz einige geschäftsordnungsleitende Dinge mit Ihnen besprechen. Das muss jetzt sein, weil wir nachher dazu kommen, das zu beraten. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ausreisepflichtige Asylbewerber aus Afghanistan, Drucksache 19/44/59. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 59 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit 18 und 25 aufgerufen werden. Das ist auch der Fall. Ist das so beschlossen? Es ist eingegangen, auf Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Beschluss der Agrarministerkonferenz zur Schweinehaltung umsetzen, Drucksache 19/44/60. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird das Top 60 und kann, wenn nicht widersprochen wird, mit 54 aufgerufen werden. Auch dies findet Ihre Zustimmung. Ein Antrag liegt auf Ihren Plätzen, ist verteilt worden, und zwar der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ausreisepflichtige Asylbewerber aus. Ich finde es toll, dass Sie mir das zweimal geben. Was haben wir dann noch? Beides Mal. Das waren die beiden. Danke schön. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Frau Kollegin Ravensburg, Sie haben das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Geburtenrate in Hessen steigt wieder. 2014 wurden 54.631 Kinder geboren. In 2015 waren es 56.889, eine Geburtenrate von 1,5. Ich finde, das ist außerordentlich erfreulich und zeigt, dass sich Familien in Hessen wohlfühlen. Mit einer steigenden Geburtenzahl steigt auch die Nachfrage nach Hebammen. Schließlich sind die Hebammen und die Geburtshelfer eine unersetzliche Hilfe, die Kollegin hat es eben bemerkt, vor, während und nach der Geburt. Hebammen begleiten, sie geben wichtige Ratschläge, sie haben viele Fragen zu beantworten, sie stehen den Gebärenden zur Seite, und sie unterstützen und beraten nach der Geburt bei der Nachsorge von Mutter und Kind. Eine gute Versorgung mit Hebammen ist deshalb flächendeckend unabdingbar. Da sind wir uns einig. Neben den fest angestellten Hebammen und Geburtshelfern hat die freiberufliche Tätigkeit besonders in der Vor- und in der Nachsorge eine lange Tradition. Wenn auch 98 der Kinder in Geburtskliniken auf die Welt kommen, wünschen sich Eltern auch künftig die Möglichkeit einer Hausgeburt oder der Geburt im Geburtshaus. Doch gerade diese freiberufliche Tätigkeit ist zunehmend unattraktiv wegen der extrem gestiegenen Haftprämien. Bereits in 2014 hat der Hessische Landtag über die geänderten Rahmenbedingungen diskutiert. Seither sind wichtige Schritte wie die Sicherstellungszuschläge bei Hebammen mit geringen Geburtenzahlen unternommen worden. Jedoch müssen weitere folgen. Eins ist aber auch klar. Wir sprechen hier über kein spezifisch hessisches Problem, sondern ein bundesweites. Mit Sorge erfüllen uns Nachrichten, wenn Eltern in einigen Regionen Hessens über Wartezeiten berichten
und über Schwierigkeiten, eine Hebamme für die Nachsorge nach der Geburt zu finden. Wir halten es deshalb umso wichtiger, dass möglichst bald eine tragfähige, dauerhafte bundesweite Lösung mit allen Beteiligten erreicht wird. Während die große Zahl der Hebammen in der Geburtshilfe angestellt sind, arbeiten die Hebammen in der Vorbereitung und Nachsorge freiberuflich, aber auch freiberuflich als Beleghebammen oder in der Hausgeburten. Sie bieten ihre Tätigkeit wohnortnah und bei der Wochenbetreuung auch im häuslichen Umfeld an. Die Forderung, Frau Dr. Sommer, im SPD-Antrag, die Hebammenversorgung und die Geburtshäuser in der Krankenhausplanung und Krankenhausförderung aufzunehmen, ist deshalb nicht zielführend. Denn die freiberufliche Tätigkeit der Hebammen kann nicht einer staatlichen Reglementierung oder Planung unterliegen. Auch dem von Ihnen geforderten Register stehen wir skeptisch gegenüber. Denn das würde bedeuten, mehr Bürokratie, aber ohne praktischen Nutzen. Schließlich könnte ein Register wenig Aussagekraft über die tatsächliche Verfügbarkeit der Hebammen bieten. Schließlich möchten und sollen freiberufliche Hebammen ihre Arbeitszeit auch künftig flexibel und vor allen Dingen auch selbst bestimmen können. Ich will auch auf die Schließung von Entbindungsstationen an hessischen Kliniken eingehen. Ja, gestiegene Fixkosten erfordern mindestens 400 Geburten zur Kostendeckung. Auch darüber hat der Hessische Landtag schon beraten. Das hat eben dazu geführt, dass kleinere Geburtskliniken aus wirtschaftlichen Gründen schließen mussten. Doch es gibt auch eine andere Sicht. Untersuchungen zeigen uns eindeutig, dass die Gefahr von Komplikationen bei der Geburt abnimmt, je mehr Geburten an einer Klinik durchgeführt werden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen auch die Eltern und entscheiden sich längst nicht immer für die nächstgelegene Klinik, sondern sie schauen sehr genau, wo sie sich am besten aufgehoben fühlen. Dass aber kleine Kliniken mit stabiler Geburtenzahl auch eine gute Perspektive haben können, das zeigt uns das Beispiel des Heilig-Geist-Krankenhauses in Fritzlar. Dort drohte die Schließung, weil keine neuen Belegärzte gefunden werden konnten. Aber durch die Umwandlung der Geburtshilfe in eine Hauptstation konnte den Ärzten ein festes Anstellungsverhältnis geboten werden. Es wurden Ärzte gefunden, und die Entbindungsstation ist mit 450 Geburten und darüber hinaus jetzt gesichert worden. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Ja, Herr Präsident, ich komme zum Ende. Wir halten deshalb für unseren Antrag für zielführend, werden auch diesem zustimmen und werden den SPD-Antrag ablehnen. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ravensburg! Ihr Antrag war entbehrlich. Ich verstehe, dass Sie dem zustimmen, aber er war wirklich entbehrlich. Und sich hier hinzustellen und zu sagen, mit dem Register kommt man nicht weiter, dann sollte man mal mit den Hebammen reden. Die selber wollen das Register haben. Die haben ein Interesse daran, dass endlich einmal festgestellt wird, wo und wie welche Situation ist. Die versuchen das ja schon selber mit ihrer Landkarte der Unterversorgung, die Sie vielleicht kennen. Ich will mal ein paar Zahlen daraus nennen. Im Raum Wiesbaden haben 271, im Raum Frankfurt 777 Frauen keine Wochenbettbetreuung gefunden. In Karben waren es 8. In Dieburg sind es 4 Frauen, die keinen Platz für eine Beleggeburt finden. In Darmstadt blieben 9 Frauen ohne Schwangerenversorgung. In Griesheim sind es 3, die keinen Platz im Hebammenkurs finden. Und das sind nur die Frauen, die sich voller Verzweiflung auf dieser Karte der Hebammen eingetragen haben. Wenn wir ein Register hätten, wüssten wir sehr viel genauer, wo wir dran sind. Und da kann man sich als Regierung nicht wegmogeln und sagen, wir haben hier keine Handhabe, wenn die Hebammen Ihnen selber sagen, was das Instrument ist, mit dem man wenigstens einmal Klarheit über die Sachlage kriegen könnte. Eine Lokalzeitung zitierte vor 5 Tagen die Sprecherin der örtlichen Gliederung des Deutschen Hebammenverbandes. Die Eltern empfiehlt, sich bereits sofort zu Beginn der Schwangerschaft um eine Hebamme zu bemühen. In der 20. Woche haben zumindest in diesem Landkreis die Eltern kaum noch eine Chance, jemanden zu finden.
Ich hoffe, das wissen alle werdenden Eltern. Bei der Landesregierung und auch der Bundesregierung kommt diese Kritik nicht an. Der hessische Sozialminister ist der Meinung, dass Hebamme ein freier Beruf ist. Da hat er ja recht. Und dass die Landesregierung nichts damit zu tun hat. Und da hat er eben nicht mehr recht an der Stelle. Ob Eltern eine Hebamme für ihre Schwangerschaftsvorsorge, Geburtshilfe oder Nachsorge finden, ist eben etwas, womit wir uns hier beschäftigen müssen. Bei Beschwerden werden Eltern auf die Geburtshilfe eines Krankenhauses in ihrer Umgebung verwiesen, das schon irgendwie das Kind auf die Welt bringen wird. Natürlich ist in Hessen noch jedes Kind auf die Welt gekommen. Das reicht aber doch nicht als Qualitätskriterium. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat aktuell für die Gynäkologie Qualitätskriterien verabschiedet. Diese beziehen sich aber nicht auf das Zahlenverhältnis zwischen Hebamme und Geburten. Es ist doch ein Unterschied, ob eine Hebamme in einer Entbindungsklinik eine Frau betreut oder mehrere gleichzeitig. Geschlossen wurden in den letzten 6 Jahren 12 geburtshilfliche Stationen in Hessen. Damit sind längere Wartezeiten verbunden. Die Landesregierung sieht Fahrzeiten bis zu 45 Minuten als zumutbar an. In 45 Minuten kann eine Geburt bereits vorüber sein. Und dann, was ist dann der Geburtsort, die A44 oder was? Aber selbst die noch bestehenden Geburtskliniken haben Probleme, heute Hebammen oder Entbindungspfleger zu finden. Der Beruf, der für viele Berufung war, ist aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen eben sehr unattraktiv geworden. Die mageren Einkommen und die hohen Haftpflichtprämien machen es schwer, ein Auskommen zu haben. Deswegen werden junge Menschen eben nicht mehr Hebamme oder Geburtspfleger. Und damit steuern wir auf eine Situation zu, die wir uns so nicht stillschweigend angucken können. Die freiberuflichen Hebammen rechnen vor, dass sie einen Stundenlohn zwischen 7,50 € und 8,50 € erzielen. Das ist ja unter dem Mindestlohn. Und dafür müssen sie rund um die Uhr erreichbar sein, sonntags wie werktags arbeiten. Das führt dazu, dass immer mehr ihre freiberufliche Tätigkeit aufgeben oder ganz aus dem Beruf rausgehen. Das können Sie doch nicht wollen, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen. Wir sind der Meinung, die Versorgung mit Hebammenleistung gehört zur Grundversorgung der Bevölkerung. Sie muss wohnortnah erfolgen, z.B. über Versorgungszentren, Hebammenstützpunkte oder Kooperationen. Wir wollen den Hebammenberuf nicht nur erhalten, sondern aufwerten. Hebammen sollen wie in den Niederlanden erste und wichtigste Ansprechpartnerinnen für Schwangere sein. Die Entbindung soll eine 1-zu-1-Betreuung in der Schwangerschaft, in der Geburt und im Wochenbett gewährleisten. Die Vergütung der Hebammen muss sich selbstverständlich daran orientieren. Sie muss so sein, dass die Kolleginnen und wenigen Kollegen auch davon mit ihren Familien leben können. Für die Haftpflichtproblematik liegt seit Jahren ein guter und umsetzungsfähiger Vorschlag der LINKEN in einem steuerfinanzierten Haftungsfonds auf dem Tisch. Den Vorschlag, den die SPD heute zur Diskussion stellt, ist ein erster Schritt auf dem Weg, dass sich die Landesregierung dieses Themas annimmt und nach einer Analyse auch ein Konzept für eine gute Geburtshilfe erstellt. Das wäre Ihre Aufgabe, Herr Grüttner. Immerhin steigen in den letzten Jahren die Geburtszahlen auch in Hessen an. Das haben Sie eben selber gesagt. Es sind noch seit 2000 nicht so viele Kinder geboren worden. Das reicht noch nicht, um die Sterberate auszugleichen. Aber gemeinsam mit der Zuwanderung kann sich aber dadurch der demografische Wandel verändern. Wir sollten unseren Teil hier im Haus dazu beitragen, dass Eltern und auch potenzielle Eltern das Gefühl bekommen, dass ihre Kinder in diesem Bundesland willkommen sind, und das von Anfang an. Danke schön. Nächster Redner, Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei der Frage von Geburten, der Frage, wie kann man Familien unterstützen, Frauen unterstützen bei der Frage der Geburt, ich glaube, da gibt es hier große Einhelligkeit, dass auch jeder da andere Bedürfnisse hat und dass einer der großen Wünsche, auch traditionell erfolgreiche Hilfestellungen, eben durch Hebammen erbracht werden. Ich glaube, das ist unstrittig, das finden hier alle gut, das ist auch vielfach hier im Landtag beschlossen worden. Und es ist auch, glaube ich, jedem klar, gerade wenn er selbst schon Kontakt zu Hebammen hatte, oder ich denke, viele aus der Sozialpolitik haben ja auch die Gespräche geführt oder kennen das aus ihrem Wahlkreis, wenn eben dieses Thema an sie herangetragen wird.
wissen, dass die meisten Hebammen das nicht als Beruf empfinden, sondern als Berufung. Das ist zu Recht ein freier Beruf. Es ist zu Recht eine besondere Berufsgruppe, die sich hier engagiert, in der Regel mit außergewöhnlichem Enthusiasmus und Zuwendung, weil das ist das, was die Frauen oder die Familien in dieser schwierigen Situation auch brauchen. Und darum ist es ein sehr sensibles Thema, und darum wurde es hier im Hessischen Landtag schon ganz oft besprochen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns jetzt auch mal verständigen müssen, wo wir im Ausschuss auch noch einmal darüber reden müssen. Wir könnten die Position, die zumindest zurzeit die Koalition noch vertritt und die vielleicht hier schon ganz oft beschlossen worden ist, es ist ein wichtiges Problem, es muss gelöst werden, aber wir sind nicht zuständig. Diese Position können wir weiter vertreten, aber es wird zu nichts führen. Es wird zu nichts führen. Wir haben die Situation, ich weiß gar nicht, Herr Grüttner wird es vielleicht in seiner Rede noch einmal genauer sagen können, seit wann dieses Thema virulent ist. Es wurde ein Gutachten in Berlin in Auftrag gegeben, es wurde untersucht, es wurden versucht, Lösungen zu finden, es wurde einen gewissen Zuschuss gezahlt. Aber wenn man mit den Hebammen vor Ort spricht, in seinem Wahlkreis oder mit Vertretungen der Hebammen, dann erklären die einem, dass es eben nicht auskömmlich ist und dass, wenn man tatsächlich möchte, dass weiter Hebammen eine wichtige Rolle spielen in unserem Land bei der Betreuung der Geburten, dann muss man sich des Themas annehmen. Und dann hat die Landesregierung zwei Möglichkeiten, den Druck in Berlin erhöhen oder aber, so wie es z. B. die Sachsen gemacht haben, zu überlegen, was können wir vor Ort zur Unterstützung machen. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wäre es mir lieber, es würde in Berlin gelöst werden. Dort ist das, sozusagen, sind auch die Verantwortlichen, die das Problem bewältigen müssten. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass seit Jahren, seit vielen Jahren dieses Thema hier besprochen wird. Und es scheint so zu sein, dass die Lobby dieser Berufsgruppe einfach zu klein ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie man Hebammen überhaupt noch in Gesprächen motivieren will. Wenn man mit denen spricht, sagen die, das habe ich schon 100-mal von euch gehört. Ihr habt mir doch versprochen, es wird gelöst. Und es ist aber nicht mehr vernünftig auskömmlich, wenn ich entsprechend als Hebamme freiberuflich arbeiten möchte. Da möchte ich... Also dieser Zwischenruf ist ganz interessant. Es scheint ja, dass in der CDU-Fraktion es dann auch breit diskutiert wird, wenn wir hier schon diese Zwischenrufe bekommen. Aber ich möchte es trotzdem noch einmal versuchen, auch einen Appell an die Koalition an der Stelle. Wir können immer wieder beschließen, dass wir das Problem erkannt haben, dass andere zuständig sind. Wir können allerdings auch als Land Hessen versuchen, in Berlin etwas zu erreichen. Und wir können auch, und das ist ein erster Schritt, was die SPD vorgeschlagen hat, zumindest einmal eine Erhebung machen, wie der tatsächliche Sachstand ist. Und wir können einmal an einem Konzept arbeiten, wie vielleicht eine Übergangslösung aus meiner Sicht in Hessen finanziert werden könnte. Ob wir das nachher machen, was das kostet. Das ist eine ganz andere Ebene. Wir haben ja Zahlen aus Sachsen. Das ist schon eine Menge Geld, wenn wir das machen würden. Aber ich wehre mich dagegen, dass wir uns jetzt wieder hier hinsetzen und sagen, ja, andere haben das Problem, und wir zeigen mit dem Finger nach Berlin. Und am Ende ist der freie Beruf Hebamme in Hessen eine absolute Seltenheit geworden. Und das kann nicht Ziel und Zweck sein, jedenfalls nicht, wenn man das hier ernst nimmt, was man gesagt hat. Darum appelliere ich noch einmal, wenn wir im Ausschuss diskutieren, dass wir lösungsorientiert versuchen und vielleicht der Minister noch einmal sagen kann, wie ist der Sachstand in Berlin, dass wir da doch einmal einen Schritt weiterkommen und tatsächlich einmal dieses wichtige Problem einer Lösung zuführen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Roth für die Fraktion. Nein. Entschuldigung. Dafür sind Sie nicht jetzt vorgesehen. Frau Kollegin Erfurt für die Fraktion Die Grünen. Ich wollte Ihnen eine große Chance geben, Herr Kollege Roth, nachdem Sie mit Herrn Klee so engagiert diskutiert haben. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich sagen, dass aus meiner Wahrnehmung es Gott sei Dank noch keinen Nachwuchsmangel
bei den Hebammen gibt. Es entscheiden sich erfreulich viele Frauen und auch ein paar Männer dafür, für diesen schönen Beruf. Aber sie sind nachher in der Ausbildung oder wenn sie ausgebildet sind, haben sie große Probleme, in ihrem Beruf zu arbeiten. Es gibt, können Sie mit den Hebammenverbänden sprechen, weil Sie so unglaublich den Kopf schütteln, Frau Dr. Sommer. Es gibt im Moment noch genug. Es gibt erfreulicherweise viele junge Frauen, die diesen Beruf ausüben möchten. Und das Problem fängt dann an, das haben Sie sehr richtig beschrieben, wenn sozusagen die Frauen freiberuflich tätig sein wollen. Dann haben Sie einmal das Problem der hohen Haftpflichtversicherungen. Da haben wir zusammen hier mit dem Sozialminister versucht, das in Berlin anzuschieben. Das hat ja der Kollege Rock richtig adressiert. Das ist auf Bundesebene zu entscheiden. Und wir versuchen, das, was zu regeln ist und was wir regeln können, hier von Landesebene mitzuschieben. Und das tun wir mit sehr viel Engagement. Das möchte ich hier betonen. Und Frau Kollegin Sommer, anders als von Ihnen hier dargestellt, wir sehen in der schwarz-grünen Koalition mit großer Sorge, dass uns Frauen berichten, sie würden keine Hebamme finden. Das ist ja nicht so, dass man das wegwischt. Und das Beispiel, was Sie hier vorgetragen haben, das wird uns auch vorgetragen. Ich höre auch von anderen. Eine Bekannte von mir, die jetzt schwanger ist in Frankfurt, hat nach 2 Anläufen Gott sei Dank eine Hebamme gefunden. Also, es gibt unterschiedliche Beispiele, aber das muss uns nicht beruhigen. Es gibt die Klagen, dass man keine Hebamme findet und keine passende Hebamme findet. Und jetzt mal gucken, was kann die Lösung sein. Und da wage ich zu bezweifeln, ob der von Ihnen vorgeschlagene Weg, jetzt eine landesweite Liste zu erstellen, ob das die richtige Problemlösung ist. Sie nützt uns nämlich nicht viel, weil eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung und für die Betreuung vor und nach der Geburt, die ist freiberuflich tätig. Und Sie können der Hebamme nicht vorschreiben, in welchem Umfang sie tätig ist, ob eine Hebamme 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche tätig sein will oder ob sie nur eine Wöchnerin begleiten will oder ob sie an 2 Tagen die Woche arbeiten will oder an 4, das können Sie der Hebamme nicht vorschreiben. Deshalb nützt Ihnen auch diese Liste nichts. Diese Listen gibt es ja bei den Gesundheitsämtern, und das sind ja die, die die Frauen auch abtelefonieren. Und deshalb glaube ich nicht, dass das die Problemlage löst, die Sie beschrieben haben. Und deshalb müssen wir schauen, wo können andere Ansätze sein? Und der Zwischenruf vom Kollegen Klee war ja genau der Punkt, wo es schmerzt. Die Hebamme bekommt 32,80 € für den Besuch bei einer Wöchnerin. Das ist entschieden zu wenig. Das ist auch ein Teil des Problems, dass sich Hebammen entscheiden, nicht mehr Wöchnerinnen zu besuchen, sondern zu sagen, ich mache etwas anderes, was mir meine Existenz sichert. Auch wichtige Dinge wie Babymassage oder Yogakurse, auch alles wichtig, aber die fehlen uns dann in der Wöchnerinnenversorgung. Und das Grundproblem ist doch, für eine angemessene und richtige Vergütung zu sorgen. Bloß das kann das Land Hessen leider nicht. Das regeln die Krankenversicherungen. Das ist doch unser Problem. Ja? Und wir müssen doch gucken, dass wir das Problem da adressieren, wo es auch hingehört. Und wir finden die Versorgung mit Hebammen und Geburtshelferinnen sehr, sehr wichtig. Und wir haben hier alle betont, wie wichtig und richtig es ist, dass wir eine hochwertige Versorgung haben. Deswegen kümmern wir uns doch auch immer wieder um diesen Punkt. Aber wir müssen es an der Stelle anlanden, wo es hingehört. Und da müssen wir die Hebel ansetzen. Deshalb ist es wichtig und richtig zu sagen, wir versuchen, bei den Krankenkassen Bewusstsein zu schaffen, dafür, dass hier ein Problem ist. Wir haben mit den Krankenkassen geredet, und ich fand es sehr erstaunlich, dass sie sich der Problemlage gar nicht bewusst waren. Dass die sich dieser Lage gar nicht bewusst waren, dass eben viele Frauen keine Hebamme finden. Da muss man auch erst einmal Problembewusstsein schaffen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir, glaube ich, gemeinsam auch weiterschieben müssen und weiter engagiert daran arbeiten müssen, dass sich da etwas dreht und dass da auch in der Vergütung entschieden etwas getan wird. Der ganze Prozess ist ein äußerst schwieriger Prozess, und das Sozialministerium ist
natürlich auch im Gespräch mit allen Akteuren vor Ort, wenn Geburtshilfeeinrichtungen von Schließung bedroht ist, mit allen Akteuren vor Ort zu versuchen, einen Lösungsweg zu finden. Und genau das passiert doch. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, das hat die Kollegin Ravensburg beschrieben, dass Geburtshilfeeinrichtungen aufrechterhalten werden, die nicht angesteuert werden von den Wöchnerinnen, von den jungen Familien. Es ist doch das vornehmste Recht jeder jungen Mutter, selbst zu entscheiden, wo ich hingehe. Gehe ich in ein Geburtshaus, gehe ich ins Krankenhaus bei mir im Ort, oder gehe ich lieber aus tausend verschiedenen Gründen in das Krankenhaus in der Nachbarstadt? Und diesen Prozess, den müssen Sie doch gemeinsam steuern, und daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Und es hilft nichts, wenn wir uns hier hinstellen und das beklagen und nicht an den Problemen arbeiten. Wir wollen an den Problemen arbeiten mit Ihnen gemeinsam. Das Wort hat der hessische Sozialminister, Herr Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin Frau Kollegin Erfurth ausgesprochen dankbar, dass sie versucht hat, eine Versachlichung der Gestalt hineinzubekommen, wo unterschiedliche Aufgabenbereiche sind. Das muss man bei der Frage der Hebammenversorgung deutlich machen. Auch wenn es gerade um die Fragestellung von Haftpflichtprämien, von Kosten und von anderen geht. Wir haben relativ wenig Probleme für Hebammen, was die Fragestellung von Haftpflichtversicherung und Kosten anbelangt, wenn sie in Krankenhäusern angestellt sind und Geburtshilfe innerhalb der Krankenhäuser machen. Dann sind sie über das Krankenhaus versichert. Für den Teil der Hebammen spielt die Fragestellung der Haftpflichtversicherung überhaupt keine Rolle. Wir haben zwei Bereiche, in denen es eine Problemlage gibt. Ich nehme den einen einmal vorbei. Das sind freiberufliche Hebammen, die fast ausschließlich in Geburtshäusern entbinden. Dort sind die Haftpflichtprämien sehr hochgegangen. Als Grund dafür sind natürlich auch die Fragestellungen von Gerichtsentscheidungen grundlegend gewesen, was die Fragestellungen von Fehlern im Rahmen der Berufsausübung anbelangt und der Schäden, die anschließend zu bewältigen sind. Das sind menschliche Schäden, um das deutlich zu sagen. Das sind Behinderungen. Und dafür sind entsprechend natürlich auch Kosten aufzubringen. Und dort gab es auch einen entsprechenden Kompromiss mit den Haftpflichtversicherern, was das anbedeutet. Und der dritte Bereich, der überwiegend von freiberuflichen Hebammen auch wahrgenommen wird, aber auch in der Nachsorge von angestellten Hebammen, ist die Fragestellung der Wochenbettbetreuung, die sicherlich eine ganz wesentliche und wichtige Betreuung ist. Und hier ist deutlich gemacht worden, dass es hier nicht eine Fragestellung, sagen wir mal, des Verhandelns mit Haftpflichtversicherern ist, um Prämien für Haftpflichtversicherung nach unten zu treiben, sondern dass die reale Kostensituation, die Hebammen entsteht, für diese Arbeit von den Kostenträgern, und das sind die Krankenkassen, letztendlich ordnungsgemäß erstattet wird. Und an dem Punkt müssen wir ansetzen. Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, und da sind wir im Gespräch mit den Krankenversicherern. Und deswegen, weil das eigentlich jedem klar ist, bin ich ein wenig enttäuscht über diesen Antrag und auch die Diskussion, insbesondere von Frau Dr. Sommer, Frau Schott-E, die an dieser Stelle schlicht und einfach eine Sorge, die bei werdenden Eltern, insbesondere auch Müttern, vorhanden sind, aufnehmen, sehr undifferenziert, aber diese Sorge eher noch verstärken und versuchen verunsichern, ohne sich erst einmal sachkundig zu machen, was überhaupt passiert. Um das sehr deutlich zu sagen. Also, weil Sie, ja, Sie wollen noch ein paar Sachargumente wissen, dann müssen Sie auch zuhören an dieser Stelle, weil Sie wahrscheinlich die zahlreichen Erläuterungen, die wir herausgeben, überhaupt nicht lesen oder zur Kenntnis nehmen. Bei den Gesundheitsämtern in Hessen sind insgesamt 800 freiberufliche tätige Hebammen registriert. Leider lässt sich die genaue Zahl der Hebammen nicht ermitteln. Der Grund liegt dafür nicht, wie Sie das in der Begründung Ihres Antrags sagen, dass Hebammen ihre Tätigkeiten nicht anzeigen müssen. Nein, das Hessische Gesetz über die Wahrnehmung des öffentlichen Gesundheitsdienstes verpflichtet sogar die Hebammen, ihre Tätigkeit anzuzeigen. Nur sie tun es nicht. Und sie tun es nicht in einer gewissen Art und Weise. Und wenn Sie wollen, dass die Mitwirkungspflicht, die zu jetzigen Zeitpunkt schon besteht, dass Hebammen sich tatsächlich registrieren lassen und sich melden, wenn Sie wollen, dass das verpflichtend wird,
Es ist durch das Gesetz verpflichtet. Aber wenn Sie wollen, dass dieser Mitwirkungspflicht intensiver nachkommt, müssen Sie eine Sanktionspflicht einbauen. Und das fehlt in Ihrem Antrag, diese Sanktionspflicht. Davor drücken Sie sich schlicht und einfach, weil Sie Angst haben, zu sagen, das kostet halt ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro, wenn man erwischt wird und sich nicht hat registrieren lassen. Und das Nächste ist, Planzahlen für die Versorgung mit Hebammen vorzulegen. Wie wollen Sie in einem freiberuflichen Bereich, der nicht der Bedarfsplanung und auch nicht der Krankenhausplanung unterliegt, eine entsprechende Planung entsprechend darzustellen? Immer noch können Hebammen und Entbindungspfleger frei darüber entscheiden, ob und wo sie ihren Beruf selbstständig ausüben wollen, in welchem Umfang sie ihn ausüben wollen. Und ich will sehr deutlich gesagt diese Berufsfreiheit auch nicht einschränken, meine Damen und Herren. Und trotzdem muss man die Sorgen von Müttern und Eltern ernst nehmen. Und deswegen sind wir sowohl was die Fragestellung anbelangt, der Verhandlungen mit der gesetzlichen Krankenversicherung, die lösen wir im Übrigen auch nicht im Lande Hessen, sondern das geht nur über den GKV-Spitzenverband und das Bundesgesundheitsministerium. Und gehen Sie davon aus, weil uns diese Frage in den Ländern insgesamt bewegt, sind wir intensiv im Gespräch mit dem Bundesgesundheitsministerium an dieser Stelle über den GKV-Spitzenverband zu einer Verbesserung der Situation zu kommen. Zweiter Punkt ist, wir werden, was die Fragestellung der Ausbildungssituation anbelangt, werden Sie noch in den nächsten Wochen und Monaten einiges dazu hören, was wir in Hessen auf den Weg bringen werden, gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es eine sehr erfreuliche Entwicklung haben, dass die Geburtenrate in Hessen steigt. Letztendlich ist das ja ein Ergebnis davon, dass Hessen Familiensinn hat und an dieser Stelle auch entsprechende Vorgaben gemacht werden. Wir sind im Übrigen in der Situation, dass wir eine Auswertung vorgenommen haben bei werdenden Müttern, wie werdende Mütter bereit sind, beispielsweise in einer klinischen Situation in einer Klinik sich zu entbinden und welche Entfernungen sie auch bereit sind, in Kauf zu nehmen. An der Stelle ist sehr deutlich, dass die werdenden Eltern sehr genau danach entscheiden, was sie meinen, was für das ungeborene Leben am besten ist. Und nach diesen Kriterien werden auch Entbindungsstationen ausgesucht. Und Sie können in manchen Landstrichen, wenn Sie noch nicht einmal mehr einen Gynäkologen haben, der eine Belegung in einem Krankenhaus vornimmt, auch keine Geburtsstation mehr aufnehmen. Und ich muss an der Stelle schon sagen, ich bin sehr dankbar, dass werdende Eltern sehr ernst diese Frage diskutieren, weil letztendlich ist es ein Schutz des ungeborenen Lebens, ob ich in einer Entbindungsstation, die eine gewisse Erfahrung hat, entbinde oder ob ich es nicht richtig. Das heißt, nicht die Entfernung, sondern die Sicherheit ist der entscheidende Punkt. Zusammengefasst, wir werden uns um die Fragestellung kümmern müssen, wie wir die Situation, und zwar die Einkommenssituation insbesondere der freiberuflichen Hebammen im Hinblick auf die Fragestellung der Wochenbettbetreuung verbessern, um damit auch eine leichtere Chance zu geben, möglicherweise Haftpflichtprämien zu machen, das ist eine zu bezahlen. Das ist eine Angelegenheit, die wir auf Bundesebene und nur dort haben wir Einflussmöglichkeiten auf den Weg bringen. Ich bin momentan bei einem steuerfinanzierten Zuschuss zu den Besuchen von Hebammen momentan auch nicht bereit. Im Übrigen auch kein einziges Bundesland. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, wenn wir auf Bundesebene keinen Erfolg mit unseren Bemühungen haben, welche Chancen möglicherweise auch über das Heranziehen von anderen Geldgebern wir haben, um an dieser Stelle nicht dafür zu sorgen, dass Haftpflichtprämien geringer werden, weil ich finde, die Sicherheit braucht auch eine Hebamme, sondern dass sie in die Lage versetzt wird, diese Haftpflichtprämien letztendlich auch bezahlen zu können und dass es nur über die Fragestellung des Entgeltes für Besuche und der Betreuung im Wochenbett not möglich. Andere Wege gibt es halt an dieser Stelle nicht. Meine Damen und Herren, es liegt keine weitere Wortmeldung vor. Ich sehe es keine Wortmeldung vor. Jetzt, die Frau Sommer noch. Das ist 16. Okay. Die zweite Runde, Frau Dr. Sommer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Grüttner,
finde ich schade, dass ich Sie enttäuscht habe. Sie haben vorgeworfen, ich hätte nicht sachlich argumentiert. Also, ich habe alles sachlich vorgetragen. Ich bin enttäuscht, dass Sie scheinbar hier im Hessischen Landtag zwar schon jetzt ein Stück weit die Augen öffnen, aber immer noch nicht sehen, welche Problematiken vor Ort tatsächlich vorhanden sind. Und ich finde, und ganz ehrlich, es ist so, dass einfach Frauen, Hebammen, all diejenigen, mit denen könnten Sie sprechen. Und auch die Berichterstattung, ob im Fernsehen, ob in Fachzeitschriften, da gibt es einen Fachkräftemangel, da gibt es einen Mangel an Hebammen. Viele Frauen kommen einfach nicht mehr klar. Und es ist ja schön, dass Ihre Bekannte nach zwei Anrufen eine Hebamme hatte. Aber selbst im ländlichen Raum sind nach zwei Anrufen keine Hebammen mehr vorhanden. Im Gegenteil. Man sagt mittlerweile, und es ist nicht witzig, sondern echt traurig, dass man sich zwei Jahre vorher, bevor man sich entscheidet, ein Kind zu kriegen, bei der Hebamme anrufen muss. Und da können Sie mir vielleicht jetzt Unsachlichkeit vorwerfen, weil das nicht wissenschaftlich belegt ist, aber das sind die Befürchtungen der Eltern. Und ich möchte Sie nur bitten, mit den Hebammen, mit den Eltern zu sprechen, die Berichte wahrzunehmen. Und bezüglich des Registers, Sie sagen, es funktioniert nicht, es geht nicht. Das mag sein. Dann frage ich Sie aber, warum es in anderen Bundesländern umgesetzt wird. Und Sie sagen immer, Hessen vorn. Das ist aber wieder ein Beweis, dass andere Bundesländer es machen, wir es nicht machen und somit Hessen nicht vorn ist. Vielen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann können wir. Ja, es gibt noch viele Anträge heute. Erst einmal abstimmen. Es muss doch auch abgestimmt werden, nicht mit Handheben, lieber Herr Kollege. Wir haben zwei Anträge. Es widerspricht niemand, wenn wir die in den SIA überweisen. Das ist so, damit sind sie überwiesen. Jetzt rufe ich auf, eingegangen ist noch ein dringlicher Antrag, das ist das gleiche, der Fraktion DIE LINKE betreffend Erhebung von Unterbringung nach dem HFEG, Drucksache 19-4461. Das liegt Ihnen vor. Wenn die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann wird es Top 61 und beträgt die Redezeit 5 Minuten je Fraktion. Das ist auch so beschlossen.